Und damit willkommen zurück. Es geht weiter. Wir sind immer noch im Lucre-Hulk. Immer noch mittendrin in der Rettungsaktion von der See. Und wir sind eben gerade dem Ravis begegnet. Und dank unseres kleinen Freundes BD haben wir die Situation nochmal entschärfen können, retten können. Und wir haben eine neue Fähigkeit gelernt. Ein Echo der Vergangenheit haben wir bekommen. Seer hat uns geholfen, eine Erinnerung von Cal und ihr. Und wir können jetzt das hier. Wir können Dinge, Plattformen zum Schweben bringen, hochschmettern. Und das wird uns nochmal einen riesen Vorteil geben. Das heißt, wir können jetzt blockierte Wege, eventuell die uns über den Weg gelaufen sind, schon mal jetzt endlich passieren. Wir brauchen den Stimmschlüssel wieder. Er verschafft ihnen Zugriff auf alles, was Cree weggesperrt hat. Genau, Ravis hat uns den Stimmschlüssel nämlich weggenommen. Er hat uns das weggenommen. Das ist nicht gut. Und wir wollen ja auch verhindern, dass der Dagon Garra die Codes oder bestimmte verschlüsselte Codes von sie bekommt. Uns gerade wieder getrennt von dem Boot, aber ich glaube, wir sehen ihn gleich hoffentlich wieder. Oh, was ist das? Ein Echo? Der Macht? Kriegen wir Machtessenz? Kriegen wir Gesundheit? Was kriegen wir? Macht kriegen wir. Maximale Macht erhöht. Unser Machtbalken ist mittlerweile irgendwie länger als unser Gesundheitsbalken. Kann das sein? Naja, dafür haben wir jetzt 8 Stims. Haben wir auch hart für gearbeitet, ne Leute? Ihr wart dabei. Hm? Was hüpfst du denn so aufgeregt wieder, hä? Huh? Hast du was gefunden? Landehydraulik. Ein Kampfschiff der Lucre High Klasse ist so konzipiert, dass die zentrale Kugel sich lösen und unabhängig landen kann. Deshalb verfügt der Kern über mehrere starke Landeverstrebungen, deren gigantische Hydraulik einen großen Teil des Kerninneren einnimmt. Hier geht's weiter. Das sieht schlimm aus. Leckende Rohre, freigelegte Kabel. Das wird in einer Katastrophe enden. Ich denke, das muss ich. Da stimme ich dir zu. Das wird in einer Katastrophe enden. Gemeiner Hinterhalt. Tut mir leid. Die Wartungswege müssen nach oben führen, denke ich. Da müssen wir hin. Boah. Ach. Okay, Leute. Was ist los, BD? Ja, aktivier mal. Mach uns mal eine Abkürzung. Hi! Oh, schade. Das waren wir nicht. Ihr habt nicht das Geringste gesehen. Ah. Erst umsehen, Lydia, dann agieren. Himmelarsch. Dann versuch es. Versuch es doch. Komm mal raus und dann. Er wird mich durchhalten. Ich mache trotzdem weiter.
musstest du hier auftauchen? Weil ihr etwas habt, was ich brauche. Halt, ich guck mir erstmal das Echo an, bevor ich darauf gehe. Wenn ich nur... So, tut mir leid, alter Droide, aber ich verspreche, du wirst weiterleben. Versperrt, na klar. Macht euch kampfbereit! Ja, Mann! Meine Rede! Salvenmodus! Der Salvenmodus würde auch nichts bringen. Meine Güte! Ziel ist... Aufzug! Ich baue wieder nichts Gutes. Baut, kannst du mich hören? Wir müssen außer Reichweite sein. Oder sie stören unsere Kommunikation. Ich bin sicher, er ist okay. Aber fürs Erste müssen wir allein weiter. Das machen wir. Sind wir jetzt erstmal wieder auf uns alleine gestellt? Kriegen wir ja hin. Sind wir wieder hier? Vielleicht kommen wir jetzt zu diesem Turbolift. Ja. Genau. Ich werde irgendwie das Gefühl nicht los, dass irgendeine böse Überraschung noch auf uns wartet. Welche durch? Nee. Ah. Leider keine grüne Lichtschranke. Leider sind unsere Fähigkeiten begrenzt. Wir uns auch hier mal durchquetschen, ne? So viel durch enge Nischen quetschen hatten wir in... Santari, deine Arbeit ist unvergleichlich. Doch einen Druiden zu schicken, statt mir selbst entgegenzutreten, ist feige. Ein geringer Preis dafür, dass er euer Leben verschonte. Sag mir, hat der Tod des Jedi dich befriedigt? Er konnte fliehen. Die vielen Jahre in Gefangenschaft haben dich abgestumpft. Ich sehe scharf genug, dass der Jedi euch ebenbürtig sein könnte. Sag das erneut und ich schneide deine Zunge raus. Sie wird nachwachsen. Dagon, hör zu. Der Jedi ist eine Gefahr. Seit wir das haben, nicht mehr. Ich habe die Frequenzen des Geräts bereits kopiert. Wir haben Zugriff auf alles, was sie versiegelt hat. Gut gemacht, Ravis. Du, aktiviere die Waldanlage. Begib dich zum zerstörten Mond. Ich weiß, wo Santari den letzten Kompass versteckt hat. Dagon. Wenn ihr ihn habt, betrachte ich meinen Schwur an euch als erfüllt. Was dann, alter Freund? Die Galaxis hat sich verändert. Es gibt viele Kriege. Doch Ehre haben sie kaum zu bieten. Sobald wir auf Tanalor sind, können wir uns einen neuen Krieg erträumen. Du und ich. Vielleicht. Bevor ich gehe, soll ich noch den Droiden ausschlachten? Nein. Santari hat die Speicherbank des Druiden gelöscht.
Sie weiß nichts über den Kompass. Ich werde sie ausschlachten und umprogrammieren, damit sie mir so dient, wie sie früher ihr gedient hat. Die Gendai sind eine Spezies, über die wenig bekannt ist. Aber anscheinend altern und sterben sie nicht wie andere Organiker und sind größtenteils amorph, sie nur eine riesige Masse von Nerven sind. Sie sind nahezu unzerstörbar und sterben erst, wenn ihre Kernnerven abgetrennt oder ihr Körper vollständig zerstört wird. Ich habe eine Frage. Zum einen, was für einen Schwur hat er geleistet? Was war er ihm schuldig, dass er diesen Schwur leisten musste? Vor Jahrhunderten schwor Ravis gegenüber. Das ist ein Übersetzungsfehler. Das ist doch kein Ü. Soweit der Kompass in Dagens Besitz ist, wird Ravis diesen Eid als erfüllt ansehen. Doch der Gendai-Krieger gesteht, dass er der Zeit in der Galaxis nur wenig Ehre zu erringen gibt. Ja, weißt du, wir, die einen Zufluchtsort vom Imperium irgendwie mit Tenelor und Frieden haben wollen, weißt du, und die wollen sich da einen neuen Krieg erträumen, weißt, also, das sind doch echt nicht mehr ganz dicht, ey, ganz ehrlich. Wir müssen jetzt unbedingt den Dagon aufhalten, dass er die Finger lässt von sie. Dass er hier sie nicht umprogrammiert. Ach, guck mal. Okay. Oh oh. Kontrollturm. Wir haben keinen Commander mehr. Das Schiff bricht auseinander. Kugel abkoppeln, sofort. Oh, wir haben 2 Fähigkeitenpunkte. Wait. Hochschießendes Heben. Verwirrte Gegner bewirkt zusätzlichen Schaden. Auch nicht schlecht. Ah, Widerstandskraft. Basta. Wir haben vom Blaster noch nicht so viel, ne? So. Müssen wir mal den Blaster ein bisschen verbessern. Erhalte zusätzliche Munition jedes Mal, wenn du einen Gegner mit Lichtschwert triffst. Wir machen das jetzt einfach mal. Okay, weiter geht's. Okay, weiter geht's. Und weiter. Genau. Dagon könnte überall sein. Bereit, BD? Wenn du bereit bist, bin ich es auch. Oh. Sie! Sie? Sie! Oh Mann! Okay, sie. Ich hol dich da raus. Beeilen Sie sich, Cal! Er wird mich umprogrammieren! Dieser Druide gehört mir! Nein. Dann werde ich mich wohl selbst retten. Ihr habt also Ravis überlebt. Wie? Das wird zu gern wissen. Wie immer. Ihr habt andere Jedi ermordet. Ich habe jene niedergestreckt, die gegen mich waren. Geht oder teilt ihr Schicksal. Selbst wenn ihr glaubt, dass der Rat euch hinterging. Sie waren eure Familie. Diese Arroganz. Anzunehmen, ihr wüsstet, was mich antreibt. Ich sehe, dass eure Besessenheit von Tenalor euch blind gemacht hat. Was auch geschehen ist. Ihr könnt die Vergangenheit nicht ändern. Das könnt ihr mir glauben. Für
Vielleicht habt ihr recht. Die Vergangenheit, sie ist eine Kette, die ich durchbrechen muss! Der Stimmschlüssel gehört mir! Der Droide gehört mir! Hannelore gehört mir! Meisterin Kree hätte sich diesen Tod verraten lassen sollen! Seine Schwachstelle, wa? Halt dich fest, sie! Das war der Plan! Ich habe jetzt irgendwie Flashbacks an, hier Dings, na, wie heißt er denn? Terran Marikos. Abschaum! Nicht mit mir! Ich spüre eure Angst! Leidet. Zeitverschwender. Ihr könnt mich nicht festhalten. Tennelor gehört mir und ich werde jeden niederstrecken, der mir im Weg steht. Hey, Bagda, blöde Jan. Guter Spitzname. Okay, das ist der Kerl, von dem du erzählt hast. Ja, und er hat richtig gute Laune. Ihr habt mich lange genug aufgehalten. Zieht er wieder einen Schwanz ein. So leicht kommst du mir nicht davon. Danke. Auf der Höhe ihres Könnens brüderlich verbunden. So entstehen Legenden. Sie. Ich hol sie. Wir sehen uns oben. Ach, herrlich. Kaum sind wir zu zweit. Hau da ab. Besessenheit. Der gefallene Jedi begegnet Cal und Boat im Lukerhag. Auf der Spur des letzten verbliebenen Kompasses für Dagan von der Besessenheit angetrieben, nach Tennelor zurückkehren zu müssen. Aber nachdem sie die Santari Kree erwähnt hatte, hat er ein bisschen geschwächelt, ne? Ist das seine Schwachstelle? Ich weiß es nicht. Das ist jetzt bloß natürlich... Wir wissen ja immer noch nicht, was die beiden miteinander hatten. Die hatten ja eine gewisse Verbundenheit. Ob das jetzt bloß platonisch war oder romantisch, man weiß es ja noch nicht. Tief in dem Lukerhulk wurde Cal von Ravis angegriffen, der ihm dabei den Stimmschlüssel stahl. Er entkam in den Bauch des Schiffes, wo eine weitere Machtvision von Sears Lehren hatte. Diese Lektion ermöglichte Cal, sich seinen Weg zurück durch das Schiff zu bahnen. In einem Turboliftschacht belauschte Cal ein Gespräch von Dagan und Ravis über Santari Kree und den Kompass. Mit einer Kopie des Stimmschlüssels hätten sie Zugang zu eingesperrten Städten von Kree. Erfreut entsendete Dagan einen seiner Untergebenen zur Waldanlage, um sie zu aktivieren, und befahl Ravis zum zerstörten Mond. Cal erreichte schließlich sie im Kontrollzentrum des Lukerhulk und verteidigte sie gegen Dagans wütende Angriffe. Das Boot eintraf und dabei half, den gefallenen Jedi zurückzuschlagen. Anschließend wird ihnen klar, dass Ravis auf dem Weg zum letzten Kompass ist. Und sie machen sich erneut auf den Weg zum zerstörten Mond. Oha! Oh.
Komm schon, Sie. Lass uns weitergehen. Das ist vermutlich klüger. Dagon Gera ist eindeutig verrückt. Er ist besessen von irgendeinem Kompass. Deine Meisterin, sie geschaffen, um durch den Abyss zu navigieren. Das höre ich gerade zum ersten Mal. Sie hat dieses Wissen aus deinem Speicher gelöscht. Das würde es erklären. Nun, Dagon ist sicher, dass sie für ihn einen Kompass zurückgelassen hat. Hoffentlich. Dagon hat Ravis zu einer anderen Anlage auf dem Mond geschickt. Vielleicht werden wir ja dort fündig. Zurück auf den Mond? Großartig. Oh, Meisterin Cree. Warum habt ihr mich geschickt, um diesen Verräter zu befreien? Die Leute sind kompliziert. Vielleicht dachte sie, der Orden irrt sich. Wenn wir sie nur fragen könnten. Bitte lassen Sie uns diesen schrecklichen Ort verlassen. Machen wir. Der sicherste Weg hier raus. Hast du das bestimmt? Nein. Also gut. Sie wirken nervös. Ich gehe mit ihm. Hüpf an Bord, Sie. Hey. Wir sehen uns im Außenposten. Ja, ich werde da sein. Ich hasse diese Dinger. Ja, das weckt auch blöde Erinnerungen, ne? Nicht auch in so einer Kapsel. Erinnere mich daran, das nie wieder zu tun. Als er geflohen ist von den Truppen bei der Order 66, als er seinen Meister zurücklassen musste. Deswegen hat er so eine Abneigung davon. Dagon muss Ravis geschickt haben, um den Kompass zu holen. Vielleicht versorgt die Anlage im Wald irgendetwas auf dem Mond. Ist nur eine Vermutung. Aber wenn Ravis auf dem Weg dorthin ist, müssen wir auch hin. Mhm. Oh boy. Die Frage ist jetzt natürlich, habe ich wieder die Qual der Wahl, ob ich erst jetzt den Gerüchten nachgehe, oder ob wir dann zum zerstörten Mond gehen. Aber wir sind gerade hier. Eigentlich, wir haben eine neue Fähigkeit freigeschalten. Das heißt, der Weg ist jetzt grün, ne? Genau. Und dann gehen wir jetzt einfach mal dem Gerücht danach, würde ich sagen. Na, Ladies. Ladies. Viel Glück bei der Suche nach dem Datenpad, Cal. Und pass auf dich auf, diese Gleiter nisten weit oben. Mhm. Dann müssen wir gleich einen Gleiter also benutzen. Oh Gott, wie lange hält das? Ich hoffe, das bleibt oben. So gern ich doch hier weg will von diesem ekelhaften, klebrigen Moor, müssen wir das jetzt einmal mitmachen, wenn wir schon mal hier sind. Alrighty. Und hier rüber. Gesaugen hat. Ah. Wir haben eine Meditationskammer. Ist es das? Ist das? Ein da. Ich soll wieder eine Prüfung ablegen. Ein Rätsel. Willkommen, Jedi. Still zu sein bedeutet, ruhig zu sein. Der Weisheit beim Aufblühen zu helfen.
Jedoch ist die Galaxis selten statisch. Bewegung jedoch kann für Klarheit sorgen. Lass die Wahrheit wie ein Fluss fließen und neue Wege um jedes Hindernis herum schaffen. Okay, warte. Verriegelt. Oh. Lass uns das See zeigen. Genau. Wow. Was passiert hier? Okay. Ich muss mal etwas was anderes ausprobieren. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Ach, durch Wasser geht's ja nicht. Warte mal. La 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 la. Macht er das mit? Nee, das macht er natürlich nicht mit. Scheiße. Ja? Ja? Ja! Ach, Kiste. Hartnäckigkeit. Ja. War zweiter Vorname. Was jetzt? La 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 la. Liegt sie irgendwie rum? Bitte. Hallo. Oh. Klasse. Ich weiß nicht, ob das so gehen sollte, aber ich hab's hingekriegt. Und die Ecken denken wieder hier. So. Ist auch schon wieder was zugewuchert. Aber ich glaube, jetzt müssen wir das Ding da darüber wieder buxieren, ne? Genau. Das ist unmöglich. Er kann dem Rat nicht trotzen. Dagon Gera denkt, er muss tun, was richtig ist. Meister Rancis wird das nicht zulassen. Mhm. Während Dagon Gera dem Rat trotzt und Kuro sich auf die Evakuierung vorbereitet, ärgern sich zwei Jedi über die bevorstehende Krise. Noch ein Echo. Die Wahrheit fließt wie ein Fluss? Was bedeutet das, wenn ich es nicht herausfinde? Werde ich niemals ein Jedi-Ritter. Ein Padawan hat mit Santari Crees Lektion zu kämpfen, wie auch mit der Logistik der Kammer selbst. Wem sagst du das? Diesen Soundtrack, den finde ich auch sehr angenehm, muss ich sagen, in dem Spiel. Sehr beruhigend. Okay.
Abkürzung? Hui. Ach du meine... Ach so. Oh Gott. Oh, warte. Und da jetzt die Abkürzung freigeschalten haben, dann müssen wir wohl... Boah, das wird ja jetzt eine lange Prozedur. Okay. Oh, wow. Nein, nicht da lang. Leite es weiter, bitte. Danke. Klasse. Oh Gott. Und jetzt wahrscheinlich schnell. Oh. Arbeit hier. Aber es lohnt sich. Mhm. Sehr gut. Haben wir das geschafft? Die Frage ist, ist es das Gerücht gewesen, was wir finden sollten? Wir sollten ja irgendein Datenpad oder so suchen, ne? Made it! Was ist das? Nicht sie weg hier! Es ist okay. Abscheulicher Bockling. Oh, es ist auch gemein. Der Arme ist hinterhergedrängt. Der ist in den Sumpf geplumpst wahrscheinlich. Der Sumpfschrecken, ja. Nein! Das tut mir schon beim Zugucken weh. Nein! Hey! Da ist ein Kanister! Ein Behälter! Uhuhu. Es war gar nicht beabsichtigt, dass wir über den stolpern! Yay! Fang! Uhu.
verschlug ich mich gleich. Oh, wie cool! Ja, Sumpfschrecken. Voll Teufel. So, dann müssen wir jetzt zu dem Gleiter wahrscheinlich hin. Warte mal. Ich bin gleich bei dir. Ah, das ist ein Aufzug. Coole Sache. Ach du meine Güte. Will ich da hoch? Wow, was für eine Aussicht. Nein! Wo komme ich denn hier hin? Aha. Sturzstelle. Ach, hier kommen wir raus. Lol. Hallo. Hallo. Hast ein bisschen Priorit dabei? Nein, hab ich nicht. Dann bist du nichts. Ich hab ein bisschen was. Hat mich den ganzen Tag gekostet. Darf ich's mir angucken? Okay, ich hab gelogen. Ich hab nichts mehr. Ich bin ein Versager. Was für eine... Was? Oh, here we go again. Vierter Teil der Lebensgeschichte. Warte! Stopp! Stopp! Defekte Baggermaschine. Improvisierte und rasch zusammengebaute Maschinen neigen oft zu Fehlfunktionen, wenn sie immer wieder an ihre Grenzen gebracht werden, wovon die Prospektoren von Koro ein Lied singen können. Bleib stehen mit deinen Wanderstiefeln und antworte dem alten Scuba. Jo. Bin ich ein imposanter Fischer? Bin nicht sicher, was du meinst. Mein Aussehen, Junge, erwärmt es deine Untiefen? Sprüht es dir Gischt ins Gesicht? Ist immer nett. Du siehst gut aus, Scuba. Hoffentlich sieht der Krauskopfmolch das auch so, Junge. Ich muss meinen gesamten seemännischen Charme einsetzen, wenn ich ihn anlocken will. Ja, dann lock mal. Och, wie süß. Scheint dich wohl zu mögen. Och. Ei, aber das überrascht. Ihr seht ja ausnahmsweise mal süß aus. Das ist ein großes Talent von mir. Weißt du, der Krauskopfmolch ist der sinnlichste aller Meeresbewohner. Scheu, außer beim Anblick potenzieller Partner. Deshalb bin ich heute auch so eitel. Es ist eine Schande, sie so zu täuschen, aber dafür finden sie in meinem Tank ein ruhiges Zuhause. Für mich klingt das fair. Soll ich jetzt meine Geschichte weitererzählen? Nein! Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ich weiß, viele von euch wollen das gerne hören, aber ich, also bei aller Liebe. Oh. Können wir irgendwann vielleicht nochmal machen, wenn er dann die Geschichten rauskramen will. So. Mann, ich wollte doch eigentlich dahin. So, mein Süßer, bring mich mal darüber. Oder auch nicht. Was? Hä? Ah. Wir heben das jetzt mal hin, ja? Ah, Kerl, hallo. Oh, es war wieder nix. Damn. Bleib da mal oben, du Scheißturm. Schnell. Schneller. Oh. Ah.
Boah. So. Wir versuchen das jetzt nochmal in aller Ruhe. Moment, ich muss Kaffee trinken. Oh, Kaffee. Oh, schön ASMR-Service hier. So. Und dann müssen wir erstmal darauf. So, und dann müssen wir das jetzt gleich da hochpushen, damit wir da hinkommen. So, genau. So macht das der Profi in der heutigen Zeit. Ich würde sagen, das ist ein Datapad. Ja. Oder was davon übrig ist. Ja. Komm, überbringen wir die Nachricht. Überbringen wir die Nachricht. Guck mal, das ist doch gar nicht so weit entfernt, ne? Da braucht man je die Kräfte, damit man das Datapad kommt, ne? So schnell geht das, Freunde. So, Ladies. Ich hab, was ihr braucht. Wir plaudern später. Schlechte Neuigkeiten, Winnie. Das Datapad war total kaputt. Oh, meine Entwürfe. Sie sind für immer verloren. Tut mir leid, Winnie. Ich werde versuchen, im Außenposten etwas für dich zu organisieren. Nochmals danke. Kein Problem. Klar. Wer ist denn diese Winnie überhaupt? Winnie. Als Innenarchitektin, die den Glanz und Glamour von Coruscant hinter sich ließ, ist Winnie stets bereit, ihre Fähigkeiten für die Verschönerung ihrer Umgebung einzusetzen. Ah. Wenn wir dann Tennelor erobert haben, Winnie, ne? Und ich mit Marin dann so ein schönes Haus baue und dann wir uns häuslich einrichten und vielleicht Hilfe brauchen, dann werden wir die engagieren. Dann kann sie uns unser nettes, kleines, friedliches, kleines, süßes Häuschen einrichten. Der Ravis ist geflüchtet auf den zerstörten Mond. Da müssen wir unbedingt hin. Ich weiß aber nicht, ob wir das jetzt nächste Folge schaffen, weil, wie gesagt, ich wollte mich ja auch mit Hilfe unserer neuen Fähigkeiten erstmal darum kümmern, dass wir die Gerüchte, die wir schon überall aufgesammelt haben, erstmal erledigen, da praktisch fertig sind und dann können wir uns mit der Hauptstory dann weiter beschäftigen. So, ich hoffe, ihr geht damit d'accord. Ich hoffe, das ist in Ordnung für euch. Und dann sage ich erstmal an der Stelle erstmal wieder auf Wiedersehen. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao.